Mama, gibt es bald Abendessen? Es dauert noch. Wir können so lange etwas spielen. Aber wir wissen nicht was. Da hinten gibt es eine Spielekiste. Vielleicht ist da ja was für euch drin. Da hat es ein Uno und Bücher. Und zwei Lupen. Das ist die Idee. Wir könnten mit den zwei Lupen Detektive spielen. Ja, komm, wir suchen Spuren. Na dann, viel Spaß. Wir müssen alles genau absuchen. Vielleicht entdecken wir etwas Geheimes. Ja, da hast du recht. Was ist das? Glitzer. Wer hat das wohl verloren? Da dürfen wir nicht rein, da ist der Kapitän. Komm, wir gehen hier weiter. Was ist denn das? Das sieht ja sehr verdächtig aus. Ja, genau. Das ist Schleim. Schleim? Warum liegt hier Schleim? Vielleicht ist der Slimer an Bord. Slimer? Du meinst den aus dem Ghostbusters-Film, oder? Ja. Stell dir mal vor, was der hier alles anrichten würde. Der würde uns hier wahrscheinlich alle Vorräte auffressen. Ah, ist das ein Geist? Ah, Hilfe! Ein Monster! Es hat meine Mütze geklaut. Hilfe, da hängt ein grünes Monster an der Decke. Schau mal da, schon wieder eine Schleimspur. Meinst du wirklich, dass Slimer an Bord ist? Rutscht der denn auch? Bestimmt. Ja, aber dann müsste der Kapitän sofort die Ghostbusters anrufen. Denn nur die können Slimer einfangen. Ghostbusters, was kann ich für Sie tun? Wir haben ein Monster auf dem Kreuzfahrtschiff. Kein Problem, ich schicke Ihnen unser Team. Schnell, kommen Sie, bevor das Monster noch mehr Schaden anrichtet. Wo ist es denn? Ich weiß nicht, es könnte überall sein. Da habe ich etwas Grünes gesehen. Nein, da ist nichts mehr. Seid ihr schon fündig geworden? Da hinten! Nein, da! Es ist Slimer. Er hängt da oben. Ich mache schnell die Falle bereit. Mist, er ist uns entwischt. Du entkommst uns nicht. Slimer, du hast keine Chance. Auftrag erledigt. Die Ghostbusters würden jeden Geist fangen. Ja, sie haben auch eine Spezialausrüstung. Komm, suchen wir weiter nach Spuren. Vielleicht finden wir ja noch andere Monsterspuren. Hallo. Du hast Schleim dabei? Ja, cool, oder? Von dir ist der ganze Schleim. Wollen wir vielleicht zusammen damit spielen? Sollen wir vielleicht Ghostbusters spielen? Ja!
Wir hoffen, euch hat diese kleine Geschichte gefallen. Dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Falls ihr die erste Urlaubsfolge auf dem Kreuzfahrtschiff verpasst habt, ist hier gleich der Link dazu, hier direkt bei mir. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis bald, tschüss!